Kann gar nicht glauben, dass sie so weit rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Das ist es also. Er ist absolut nichts. Was hast du erwartet? Grabstein und Blumen? Nein, weiß nicht. Eine Markierung? Etwas. Irgendwas. Dann mach ich das eben. Jetzt besser? Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab, was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Der Typ, der mir das Leben gerettet hat. Bea, du ahnst nicht, wie sehr ich wünschte, es wäre so. Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt, und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. Nein, Johnny, du hast doch das versaut. Hast mich benutzt, belogen. Ich kann dir nicht trauen. Ist es zu spät für eine zweite Chance? Was willst du von mir? Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Jedenfalls scheint es so. Bisher. Okay, aber mehr als zwei Chancen kriegst du nicht. So naiv bin ich nicht. Ich werd's versuchen. Johnny Silverhand, rastloser Rockerboy, der niemals aufgibt. Wie? Obertrottel vom Dienst. Anfangs warst du echt ein Riesenarsch. Hattest es wohl verdient. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister, ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts zum Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue. Rogue, Alt, Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät. Zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher. Nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Das bist du doch längst. Auch wieder wahr. Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Gute Idee. Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Ja, ich rufe sie an. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Danke, Vee.
Bin heilfroh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin. Das ist so abgefuckt. Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht? Würdest du das nochmal machen? Oh. Nein. Das war genug. In dem Fall, hier, nimm, als Andenken. Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha, netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Johnny! Ist weg, oder? Ja, aber er kann dich noch hören. Danke, aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Vielleicht solltest du das besser an dich nehmen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen. Als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Cool. Fühl mich, als wäre ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, Vi. Wir bleiben in Kontakt. Wie fühlst du dich, Vi? Nicht zu fassen, dass dieses Arschloch Carrie dich hängen gelassen hat. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Viel mehr ertrage ich nicht. Ich auch nicht. Und ich bereue schon fast, dass du überhaupt eingewilligt hast. Ich habe doch tatsächlich ein Danke wie erwartet. Du meintest, das wäre dir wichtig. Für Carrie. War es. Aber nicht wichtiger als du. Carrie hat sein Leben zurück. Dabei sollte ich mir Sorgen machen, wie wir deins zurückholen. Gehen wir. Keine Zeit für den Scheiß.